Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge. Zwerge. Gnome haben jetzt eine Einladung zu einem Parts. Chaos auf der Bühne. Hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon. Sing doch mit. Ein Zwerg wollte noch reden. Mann, hast du ein. Oh, schade. Ich würde noch mal mit ihm reden, was er davon hält, dass er jetzt keine Not mehr hat. Ach, so funktioniert das. Okay, na dann. Gar nicht, wollten wir noch mal reden. Nee, müssen wir auf jeden Fall noch mal. Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Stick, Schnack, Schnuck müssen wir dem mit dem spielen. Dem. Ja. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Die Finger. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Ja. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Oh, der Toilettenschlüssel. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Na dann. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Ein Vorsprechen, ja, das wird sowieso nicht passieren. Jetzt können wir auf Toilette. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber. Tür. Vielleicht finden wir da ja was Nützliches. Verschlossen. Da fährst du einen Schlüssel. Toilettentür. Toilettenschlüssel. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Oh wei. Wie war's? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört. Und sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette. Und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Ja. Okay. Klopapierfetzen. Ich habe ein bisschen Klopapierfetzen im Inventar. Was machen wir jetzt mit Klopapier? Außer für viel Geld verkaufen. Ja. Die Corona-Krise ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn das Video jetzt hier online kommt. Vielleicht, eventuell, hoffentlich. Ich produziere das ja vor. Aber ich habe so eine verrückte Idee. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Ja. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs: Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die Gurke der Erkenntnis.
Lieblings so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Aha. Der Coupon lag also auf dem Klo. Aha, interessant. Mhm. Und jetzt kommen wir jetzt mit der Gurke der Erkenntnis in Widerstand beitreten, oder? Wie sieht das jetzt aus? Garlef. Darf ich nochmal stören? Wirst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Kopfkratz. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnick-Schnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnick-Schnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich gehe da mal wieder. Mach das. In den Hafen. Tja. Marktplatz Klein-Venedig. Klein-Venedig, da haben wir noch so gut wie gar nichts gemacht. Hier, das ist doch bestimmt hier irgendwie, das ist hier Fahrzeichen. Vielleicht bekommen wir dort die... Ja, mit der Gurke der Erkenntnis, ich glaube, ich habe das in der Idee. Oh, was? Aha. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ja! Von wegen, bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay, da müssen wir auf jeden Fall rein. Periscope. Ach nee, wenn jemand zuguckt. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Wir haben hier eine Hand, Turnierhand. Oh, Mufus Gummiarm. Tja, ja, da kommen wir nicht rein. Es muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Ich weiß, was wir mit der Gurke der Erkenntnis machen können. Ich glaub's doch irgendwo. Ich glaube hier beim Doc. Ja, hier. Gab's einen Gadget-Shop. Kommt doch bestimmt hier die Gurke der Erkenntnis. Ja, wir können den Drachen, den goldenen Drachen klauen. Nein, er ist nämlich zumindest. Wir haben die Gurke der Erkenntnis. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur So steht's. Die Schwerkraft zocken. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Oh. Ja, okay, jetzt kommen wir. Unzerstörbare Sonnenbrille. Zack. Au! Vielleicht können wir die irgendwie. Hier haben wir noch einen Saftpressenhut. Saftpresshut. So, Saftpresshut. Das könnte doch. Yes. Oh, Gurke der Erkenntnis. Yes, funktioniert zu einwandfrei. Offenbare mir deine Weisheit. Natürlich. Ein Saugdings. Oh. Ein
Was denn? Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Aber sie ist nicht kaputt. Hier, wie oh, ich doch, gesagt kaputt. Habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Aha. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Was? Hat er gerade eine Frau geheult? Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Okay. Egal. Irgendwas Raffiniertes. Verstehe, und dann können wir klauen. Unzerstörbare Sonnenbrille. Aber wie können wir die unzerstörbare Sonnenbrille zerstören? Tja, Schredder. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann? Dann dürfte es auch nicht schredderbar sein. Okay, wir haben geschredderte, unzerstörbare Sonnenbrille der Ewigkeit, die geschreddert wurde. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Ich kann mich also nicht sehen. Was man sich hier anhören muss. Ich kann mich also nicht sehen. Dann nehme ich mir mal hier. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, hast rein. Verdammt. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Ja, unzerstörbare Sonnenbrille. Ach, ist ja schon gut. Der goldene Drachen der Unsichtbarkeit. Ja, schön. Hui. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Sehr gut. Aua. So, vielleicht können wir jetzt. Sehr gut. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Saft aus Hut. Verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Au! Verdammt, ach, verdammt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Oh, die Saftpresshut. Au! Das ist gar nicht so einfach. Ach man. Okay, wir haben eine rechte Fassung, eine linke Fassung und einen Sonnenbrillenglas. Autsch! Man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Ja, wieder runter. Autsch! Ich meine, wow! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. So spart man Zenimation. Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Ja, wo der wohl ist. Wer? Wo? Nirgendwo.
So, jetzt gehen wir. Ja. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Sehr gut. Wir haben eine Bulle und einen Drachen, der Unsichtbarkeit.